Im letzten Video haben wir das ideale Gasgesetz hergeleitet. Wir haben dazu ein Modell gemacht von einem Gas, das aus kleinen Punkten besteht. Wir haben gesagt, die Punkte sollen unendlich klein sein, also Massepunkte ohne Ausdehnung. Wir haben auch gesagt, dass Bedingung, dass die Teilchen sich gegenseitig nicht anziehen und also außer bei Stößen nicht abstoßen. Diese zwischenmolekularen Kräfte haben wir also vernachlässigt. Auch das Eigenvolumen haben wir vernachlässigt und sind dabei auf eine Gleichung gestoßen. P mal V gleich N mal K mal T, die man, wie wir gesehen haben, auch grafisch dann so als Zustandsfläche im PVT-Raum aufspannen können. Das ist ein ideales Gas mit diesen Bedingungen, die wir vorher erwähnt haben, also keine zwischenmolekularen Kräfte und kein Eigenvolumen. So, die Teilchen sind unendlich klein quasi, stoßen hier mit den Druckflächen unbeeinflusst von den anderen Teilchen und sind im Prinzip beliebig eng, auf beliebig engen Raum zu komprimieren. Wenn man nämlich, fangen wir vielleicht mal mit der Kompression an, wenn man hier schaut, das Gesetz, wenn man jetzt eine feste Temperatur nimmt, also hier eine Isotherme anschaut, dann sagt das Gesetz ja, dass ich damit beliebig, also mit genügend großen Drücken beliebig kleine Volumina erreichen kann. Also wenn man die Isotherme alleine nochmals anschaut, eine Kurve mit konstanter Temperatur, hier das Volumen, hier der Druck, dann ist eine Isotherme gegeben durch P ist gleich N mal K mal T durch V. Die Temperatur konstant ist, dann ist der ganze Zähler hier konstant und die Kurve ist einfach eine Hyperbel, die hier mit genügend großem Druck hier beliebig nahe an Null herankommt. Ich kann also eigentlich so ein Volumen, so ein Gasvolumen auf die Größe 0 komprimieren. Und das ist in Wirklichkeit eben nicht so. Gasteilchen haben ein Eigenvolumen. Das heißt, irgendwann mal sind die Teilchen so nah beieinander, dass sie sich dann anfangen zu berühren. Und dann ist fertig mit der Anziehung, also mit dem Platz dazwischen. Dann ist auch fertig mit einer weiteren Kompression. Es geht dann einfach nicht mehr. Das Gas wird dann eigentlich beliebig eng beieinander liegen. Und was wir dann haben, ist eigentlich nicht mehr ein Gas, sondern eine Flüssigkeit. Das ist auch so, wenn ich ein Gasvolumen komprimiere, wird daraus irgendwann mal eine Flüssigkeit. Und das ist hier eben nicht mit drin. Dieser Übergang vom gasförmigen Zustand zur Flüssigkeit ist hier nicht berücksichtigt. Also eigentlich muss man hier so eine Art Eigenvolumen noch zulassen, das nicht unterschritten werden kann. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben da, jedes Teilchen hat hier ein Eigenvolumen, VE. Wir haben ja n Teilchen gehabt. Da muss man sagen, dass hier eigentlich so ein Restvolumen von n mal VE übrig bleiben sollte. Oder anders gesagt, wir müssen die ganze Kurve um n mal VE nach rechts rutschen. Dann ist dieser Effekt schon mal berücksichtigt, ist keine Gefahr mehr. Ich komme dann mit meiner Hyperbel maximal auf, oder minimal auf diesen Wert hier. Und das ist natürlich jetzt rein von der Mathematik her, wenn man einfach eine Kurve nach rechts verschieben will, kein großes Problem. Ich kann einfach nachher bei einer Rechtsverschiebung das Argument um diesen Verschiebungsbetrag kleiner machen. Super simpel. Die schwarze Kurve ist jetzt diese neue Kurve, die da nach rechts verschoben wurde. Damit hat man bereits dem Eigenvolumen, dieser Einschränkung mit dem Eigenvolumen, Rechnung getragen. Aber es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Wir haben ja beim idealen Gas auch gesagt, dass sich die Teilchen gegenseitig nicht anziehen dürfen. Und das heißt, die sind quasi frei beweglich, kommen da bis an den Rand, stoßen da und werden dann wieder zurückgespickt und sind innerhalb dieses Gashaufens sind sie eigentlich weitestgehend unbeeinträchtigt. Wenn man aber jetzt so ein Teilchen mal in der Mitte anschaut, in der Mitte von diesem Gasvolumen, dann hat das ja seine ganzen anderen Teilchen, identischen Teilchen um sich herum. Und wenn da anziehende Kräfte da sind, dann heißt das, dass die anziehenden Kräfte im Mittel dieses Teilchen hier
gleichmäßig oder symmetrisch beeinflussen. Das Teilchen tatsächlich da in der Mitte weitestgehend kräftefrei sich bewegt. Die Kräftesumme ist im Mittel 0, weil die Kräfte ja in allen Richtungen gleich stark oder gleich verteilt isotrop dann, also im zeitlichen Mittel, wirken. Das ändert sich aber, wenn das Teilchen da langsam an den Rand kommt. Weil sobald das Teilchen hier irgendwo ist, zeige ich das nochmals neu, dann haben wir die anderen Kumpels da von diesem Teilchen, die da einseitig verteilt sind. Das heißt, jetzt haben wir plötzlich hier eine Kraft, eine Nettokraft, die das Teilchen quasi wieder zurückzieht in sein Gasvolumen hinein, seinen Gasraum hinein. Wenn das Teilchen jetzt auf diese Druckmembran fällt, die wir da außen ja haben, um den Druck zu messen, hier messen wir den Druck, dann ist das Teilchen also quasi langsamer geworden, weil diese Kräfte kurz bevor es hier aufprallt, das ganze Teilchen abgebremst haben. Somit messen wir hier einen etwas kleineren Druck. Und der gemessene Druck, die gemessene Druckkurve, muss also in dem Fall etwas nach unten verschoben werden. Die Messung, die wir hier haben, ist nicht genau der Druck, der im Innern herrscht, sondern es ist ein etwas kleinerer Wert. Das heißt, wir müssen jetzt hier diese schwarze Kurve, die wir schon erledigt haben, noch etwas korrigieren, nach unten ziehen. Und das gibt also eine Änderung, indem man das P von V dann ersetzt durch P von V minus der sogenannte Binnendruck PB. Und dieser Binnendruck, den kann man auch nochmals mit anderen Parametern und unter anderem mit dem Volumen des Gases in Verbindung bringen. Der Binnendruck ist danach A durch V im Quadrat. Der Korrektur ist man dann sehr nahe bereits bei dem Gesetz, das Van der Waals aufgestellt hat. Also ist es nicht nur diese Verschiebung, sondern die Verschiebung hängt eben auch noch von diesem V-Quadrat ab. Das neue Gesetz lautet jetzt P ist gleich N mal K mal T durch V minus N mal VE und dann minus A durch V im Quadrat. Jetzt kann man sich noch auf ein Mol, also dieser Druck gilt ja in diesem Gasvolumen. Man kann jetzt zum Beispiel annehmen, dass man nur ein Mol dieses Gases hat, kommt dann auf den gleichen Zusammenhang. Und in der Form wird dann eben auch die Gleichung meistens hingeschrieben, dass wir also hier nur noch das Mol haben, ein Molvolumen im Quadrat, hier auch. Und dann schreibt man die Gleichung um, man nimmt das A minus V mol im Quadrat hier, also minus A durch V mol im Quadrat auf die andere Seite. Dann steht hier P plus A durch V mol im Quadrat. Das wird dann multipliziert mit V mol minus N mal VE. Jetzt haben wir nur noch ein Mol da genommen, das heißt, das N wäre dann die Avogadro-Konstante und das nennt man dann das Mol. Das Eigenvolumen eines Mols, das wird mit dem Buchstaben B abgekürzt. Also A und B sind so typische Buchstaben, die man bei diesem Gasmodell verwendet. Und das wird dann eigentlich N mal K mal T. Wenn wir jetzt ein Mol haben, ist die Avogadro-Konstante mal die Boltzmann-Konstante gerade diese Gaskonstante, die wir auch schon mal kurz erwähnt haben, R mal T. In der Form nennt man das Gesetz das Van der Waals Gasgesetz. Das hat der junge Van der Waals als Doktorarbeit, glaube ich, entwickelt, diese Gleichung, und die stimmt eigentlich bereits recht gut mit realen Gasen überein. Die Verflüssigung des Gases wird auch einigermaßen beschrieben und man hat hier ja zwei Parameter, die dann direkt zu tun haben mit molekularen Eigenschaften des Gases, also mit den anziehenden Kräften der Gasteilchen untereinander und mit dem Eigenvolumen. Also wenn man A und B kennt, weiß man bereits einiges über das Gas. Und man würde ja so eine Sache dann auch messen und die Messung dann so verwenden, um das A und B zu bestimmen. Die
Messungen sind nicht so schwierig, sondern Isotherme zu messen. Jetzt haben wir ja gesehen, dass das ideale Gas selbst so eine Kurve geliefert hat. Ich muss mal einen Platz machen, damit man das sieht. So. Das ideale Gas hat diese Kurve geliefert. Und das Van der Waals-Gas hat jetzt kleine Änderungen erfahren. Wir haben ja nicht mehr P und V alleine, sondern wir haben jetzt noch diese Korrekturen. Und je nachdem, wie groß A und B ist, sieht dann diese Fläche neu vielleicht so aus. Also hier hat jetzt so einen Knick bekommen. Es ist immer noch PV und T gegeneinander abgetragen, immer noch das, was man misst. Aber die Kurve hat nicht mehr diese weiche, hyperbelförmige Oberfläche und hat hier so einen Knick drin. Darüber möchte ich jetzt ein bisschen mehr sagen. Nochmal kurz da hineinschauen, dieses Bild. Das Volumen können wir hier verändern. Den Druck messen wir zum Beispiel, jetzt, wenn man das so darstellt. Und hier hinten ist die Temperatur. Und aus den normalen Hyperbeln, die wir hier weiter hinten immer noch haben, weiter hinten heißt ja bei hohen Temperaturen, werden dann plötzlich neue Kurven, die dann hier, wenn man das anschaut, Isotherma beispielsweise bei tiefen Temperaturen, also 250 so Kelvin, das ist ja bereits deutlich unter Null. Dann haben wir hier eine Isotherma, die da hochgeht und dann nochmal so einen Knick macht. Also obwohl das Volumen kleiner wird, wird auch der Druck plötzlich kleiner. Das ist ungewöhnlich, oder? Wenn man ein Volumen kleiner macht, steigt normalerweise der Druck. Aber wenn wir jetzt daran denken, dass ja in Wirklichkeit ein Gas dann irgendwann mal die Gasteilchen so nah beieinander hat, dass sie sich anfangen selbst anzuziehen, dann kollabiert quasi das Gas, obwohl wir das Volumen kleiner machen, saugen sich die Gasteilchen gegenseitig an und das Volumen wird bei kleinerem Druck immer noch kleiner. So muss man das verstehen, diese anziehenden Kräfte wirken hier so, dass dann quasi von selbst das Volumen kollabiert. Ist das ein instabiler Zustand, wenn man so will, etwas, was man normalerweise nicht so gerne hat. Und dann, wenn die Teilchen sich berühren, dann geht auf einmal der Druck da massiv nach oben, dann haben wir eigentlich dann ein fast unendlich hartes Material. Das Gas ist dann flüssig geworden und die Teilchen lassen sich nicht mehr weiter komprimieren. Wenn wir jetzt so eine Kurve hier alleine mal anschauen und etwas, also nicht mehr so dreidimensional, sondern zweidimensional, einfach diesen Schnitt hier betrachten, dann sieht das so aus. Zu einer solchen Kurve, zum Beispiel haben wir hier das Anwachsen, das ist das hier. Dann kommt hier eigentlich dieses Durchschwingen, das wir da gesehen haben. Und da geht es hier sehr hart hinauf. Und weil eben dieses Durchschwingen erstens mal ein instabiler Zustand ist und weil man da auch sogar zeigen kann, dass das zu einer Situation führt, die physikalisch nicht sinnvoll ist, hat Maxwell, ein anderer bekannter Physiker, dann vorgeschlagen, dass man dieses Durchschwingen ersetzt durch eine Gerade, die hier ansetzt und so gemacht ist, dass dann diese beiden Flächen hier gleich groß sind. Wenn das der Fall ist, ist das von der Physik her, von der Energiehaltung und so weiter her, ist das in Ordnung. Es entspricht dann wirklich sehr genau diesem Vorgang, dass das Gas beim Komprimieren plötzlich anfängt flüssig zu werden und dann ohne weitere Druckveränderung, einfach je kleiner das Volumen wird, desto mehr von diesem Gasvolumen wird dann flüssig, bis dann alles flüssig ist. Und dann geht es wieder hart weiter. Bei tieferen Temperaturen findet dieser Übergang schneller statt, also früher bei anderen Volumina. Und wenn wir eine sehr hohe Temperatur haben, dann findet dieser Übergang nie so richtig statt. Das Kondensieren des Gases hat gar keine. Die Gasteilchen kommen einfach danach immer näher zueinander und dieser Vorgang, wo dann ein Teil des Gases anfängt flüssig zu werden, der findet dann hier nicht mehr statt. Die Temperatur ist zu hoch, die Teilchen sind so heftig in Bewegung, dass eigentlich dieser Kondensationsübergang nicht mehr stattfindet. Dann sind wir hier oberhalb. Da ist ein ideales Gas noch als Vergleich. Also das ist dann bei sehr hohen Temperaturen, also sehr hoch, wir sprechen jetzt hier über CO2 von 40 Grad, das ist nicht sehr hoch, aber je höher die Temperatur ist, desto mehr wird das danach sich an einer idealen Gaskurve angleichen. Und CO2 ist gerade so ein Gas, wo dieser Übergang schön sichtbar ist. Wenn wir jetzt als anderes reales Gas Helium nehmen,
dann ist Helium, das ja kaum zwischenmolekulare Kräfte hat, weil es ein Edelgas ist und auch sehr klein ist, ist Helium sehr ähnlich wie ein ideales Gas. Gut, dieser Koexistenzbereich hier beschreibt also den Übergang zwischen flüssig und gasförmig. Und das hat Van der Waals eben geschafft, mit seiner Gleichung diesen Übergang zu beschreiben. Interessant ist dieser kritische Punkt da oben, der letzte Punkt, wo überhaupt noch zwei Phasen separiert werden können. Bei höheren Temperaturen findet dieser Übergang nicht mehr statt. Unterhalb hat man diesen Bereich. Der kritische Punkt, den kann man ausrechnen, wo der liegt. Den kann man mit A und B, also Druck und Volumen und Temperatur kann man genau bestimmen. Das hängt von A und B jeweils ab. Eine kleine Rechenaufgabe, die man daraus, das kann man daraus berechnen. Und wenn man den kritischen Punkt etwas genauer untersucht, ich habe das in einem anderen Video gezeigt, Stichwort Freon oder kritischer Punkt, dann kann man zum Beispiel hier einen Übergang machen, der bei konstantem Volumen da hochgeht und dann den kritischen Punkt durchdringt. Und wenn wir hier unten noch zwei Phasen sehen können, nämlich flüssig und gasförmig, kommt dann irgendwann mal der Moment, wo man die zwei nicht mehr trennen kann und die Phasengrenze verschwindet dann schlagartig. Dann hat man hier nur noch ein dichtes Medium, das weder gasförmig noch flüssig ist. Also man sagt dann schon spricht schon von einem Gas, aber mit einer Dichte von fast einer Flüssigkeit. Und wenn man zurückgeht, kommt diese Trennlinie wieder hervor. Ein ganz tolles Experiment. Also wenn Sie Zeit haben, suchen Sie unter kritischer Punkt oder Freon bei meinen Videos dieses kleine Experiment. Jetzt haben wir aber noch nicht den Übergang zum echten Material erledigt. Das ist jetzt nur flüssig-gasförmig. Was in Wirklichkeit passiert, ist, dass ein Material auch noch fest werden kann. Also ein Stück Metall zum Beispiel, ist zunächst mal fest und kann dann flüssig und dann gasförmig werden. Das fehlt jetzt hier beim Van der Waals Modell noch. Das werde ich gleich noch zeigen, was dann noch hinzukommt. Jetzt werden wir von dieser Darstellung zu einer realen Darstellung kommen, wo Substanzen, die also auch fest werden können, berücksichtigt sind. Und das sieht dann so aus, ungefähr. Dieses Bild muss man sich zuerst ein wenig gewöhnen. Es ist immer noch so, dass wir die drei Achsen haben wie vorher. Druck nach oben, Volumen nach vorne, Temperatur nach hinten. Wir haben hier immer noch diese ideale Gasbereich hier, wo also die Hyperbel sichtbar ist. Hier ist der Übergang, den wir bereits kennen, wie er beim Van der Waals Gas auftrifft. Das war dieser Teil hier. Dieser Koexistenzbereich ist, wenn man das so dreidimensional darstellt, so eine Art Terrasse. Was wir jetzt sehen, ist da hinten noch einmal eine zweite Flanke. Nicht nur die Flüssigflanke, die hier ist, sondern eine Festflanke hier mit einem Bereich, wo die Substanz offenbar fest ist. Das Ganze muss man sich wirklich eigentlich dreidimensional vorstellen. Ich habe da mit dem Styropor sowas machen lassen. Man sieht es wahrscheinlich nicht so gut. Das hier ist so eine Oberfläche mit diesen Zonen hier, dieser Kante hier. Das ist da die Darstellung im Raum. Und hier wäre sie also als zweidimensionales Bild. Gut, jetzt schauen wir mal ganz konkret ein Beispiel an, was passiert, wenn ich zum Beispiel bei konstantem Druck ein Stück Metall erwärme. Dann sieht man recht schön, was da passieren kann. Ich habe jetzt ein Stück Metall, das ist fest. Ich will vielleicht hier starten bei diesem Druck und einfach dann die Temperatur erhöhen. Also ich gehe dann nach hinten dann. Dabei fahre ich jetzt bei Erhöhung der Temperatur immer noch im Festzustand mit diesem Metall da nach hinten und nach rechts und komme dann irgendwann mal an diese Stelle hier. Ich kann vielleicht da unten anfangen. So kommt irgendwann mal an diese Stelle, wo das Metall anfängt flüssig zu werden. Und wenn es sich schon hier etwas ausgedehnt hat, das ist die normale Temperaturausdehnung eines Metalles, kommt dann hier plötzlich ein Übergang, wo das Metall anfängt zu schmelzen. Und beim Schmelzen flüssig wird, dieser Schmelzvorgang findet also während dieser Zeit hier statt,
oder während dieses Weges hier statt. Und dann ist es rein flüssig, flüssiges Metall. Ich heize weiter, komme also hier wiederum auf, mit konstantem Druck haben wir gesagt, komme hier also dann in die Bereiche, hier wo das Metall flüssig ist, und gelange dann hier an diese Stelle, wo das Metall anfängt zu verdampfen, gasförmig zu werden. Auch da, bei konstantem Druck, heißt das, dass ich hier horizontal dann weiterlaufe, danach hinübergehe und dann irgendwann mal an der Stelle das ganze Metall verdampft habe. Und dann geht es hier also auf gleicher Höhe weiter als Gas. Diese Übergänge hier schmelzen und dann verdampfen oder sieden, diese Übergänge sieht man hier. Und jetzt haben wir wirklich alles, was möglich ist, hier integriert in diesem Phasen, in dieser Darstellung. Das ist nicht etwas, was berechnet wurde, das ist eine Sache, die einfach in der Realität so vorkommt und danach nachgebildet wurde. Ein bisschen in Anlehnung an das Van der Waals-Modell. Man kann da weitere Wege durchgehen, man kann den kritischen Punkt nochmals anschauen, man kann auch in Bereichen sein, wo nicht so besonders viel passiert, hier oder hier. Aber diese Phasenübergänge werden eben hier sehr, sehr schön dargestellt. Vieles von dem, was hier passiert, ist ja in V-Richtung gar nicht so besonders spannend. Da haben wir, vor allem bei den Phasenübergängen, haben wir hier Flächen, die da nach hinten gehen, in V-Richtung. Das sind hier diese Flächen. Das heißt, man kann das Diagramm etwas vereinfachen, indem man da in V-Richtung projiziert und dann nur noch diese Phasenübergänge als Linien dann sieht. Zum Beispiel hier dieser Bereich oder hier dieser Bereich. Vorher haben wir gesagt, wir heizen das Metall auf, dass es langsam dann flüssiger wird. Das passiert hier. Dann heizen wir weiter, bis es dann in den Bereich kommt, wo es anfängt zu sieden. Und dann sind wir im Gasbereich. In der Darstellung sieht man eigentlich auch recht gut, was möglich ist. Man sieht nicht ganz die Details hier drin, aber man sieht doch die Übergänge als Linien dargestellt. Wir sehen den kritischen Punkt, den wir vorher schon mal kurz erwähnt haben. Man sieht vor allem noch einen lustigen Punkt, diesen hier. Das ist eigentlich eine Linie. Das ist der Trippelpunkt, wo also in der Umgebung des Trippelpunktes alle drei Phasen mit kleinen Änderungen erreicht werden können. Wir sehen auch den Übergang vom Festen direkt zum Gasförmigen. Das ist dieser Übergang, das gibt es auch, das nennt man Sublimieren. Bei genügend tiefen Temperaturen wird zum Beispiel CO2, Schnee, direkt in Gasform gehen und keine Flüssigkeit bilden. Während bei höheren Temperaturen und entsprechenden Drücken CO2 auch flüssig, zum Beispiel in diesen Gasflaschen, vorliegt. Das lohnt sich hier ein bisschen herumzureisen auf dieser Oberfläche. Man kann da sehr viel lernen über Materialien. Ganz speziell interessant ist der Vergleich zwischen CO2 und Wasser. Wenn man da mal schaut, da haben wir CO2, da haben wir Wasser. Und diese Darstellung hier beim CO2 sieht so aus, beim Wasser sieht es so aus. Die Werte sind auch korrekt, also wenn wir bei Wasser schauen, beispielsweise bei 0 Grad Celsius ist jetzt hier angegeben, ist dann eben fest, Trippelpunkt, bei 0 Grad Celsius und so weiter. Und wenn wir jetzt einfach mal als kleines Beispiel schauen, was man daraus herauslesen kann. Wenn ich zum Beispiel Wasser nehme und Wasser fest habe, also Eis, und bei Normaldruck, also das ist ungefähr hier, ein Zehntel Megapascal, 10 hoch minus 5 Pascal, sind wir etwa hier. Wenn wir jetzt das Eis oder Schnee, wenn Sie so wollen, zusammenpressen, dann erhöhen wir den Druck und kommen dann in den Bereich, wo das Eis flüssig wird. Nur durch Druckerhöhung. Die Temperatur bleibt. Und das kennt man gut beim Schlittschuhlaufen. Dort ist es ja so, dass man durch die Kurven einen sehr hohen Druck lokal erzeugt und dieser Druck sorgt dafür, dass das Eis dort schmilzt und man eigentlich auf einem Flüssigkeitsfilm fährt. Das würde jetzt bei CO2 nicht funktionieren. Auf Kohlensäureeis wird das nie flüssig. Die Kurve geht hier nach rechts weiter, nicht nach links, sodass dann hier beim CO2 sowas nicht denkbar ist. Man kann bei CO2 andere Sachen untersuchen, was da möglich ist. Man kann schauen, bei welchen Bedingungen muss denn das CO2 genommen werden, dass es bei Zimmertemperatur flüssig ist, wie hoch muss da der Druck sein beispielsweise.
was passiert, wenn man jetzt den Druck plötzlich reduziert, was passiert da genau, in welche Richtung geht das, und so weiter und so weiter. Ganz spannende Frage.